Hallo und herzlich willkommen, Mario hier. Ich möchte euch ein Keyboard für Einsteiger zeigen und vorführen und gemeinsam mit euch testen. Es handelt sich hier um ein Keyboard für Einsteiger bzw. ein Kinderkeyboard mit 37 Tasten. Sieht man auch schon am Karton, ist richtig bunt und Funky Key 37 nennt sich dieses Keyboard. Das klingt auf jeden Fall hip. 37 Tasten, 100 Sounds, 100 Rhythmen, 10 Demo-Songs, Drumpads, Sustain, Vibrato, inklusive Netzteil. So, dieses Keyboard wird vertrieben von dem Musikhaus Kirstein.de. Ist mir als Musiker bekannt für Instrumente und Instrumentenzubehör. Dementsprechend bin ich auch gespannt, was das Kinderkeyboard für rund 40 Euro leistet. Ich packe es mit euch einfach mal aus. Ich habe das Keyboard schon mal ausgepackt. Das ging mit einer Hand etwas schwer. Ein zusätzlicher Karton war enthalten, wo das Netzteil drinne lag. Kabellänge 1,5 Meter, schätze ich jetzt mal. Eine Bedienungsanleitung lag unter dem Keyboard in der Sprache Deutsch mit sämtlichen Erklärungen der einzelnen Tasten. Wie man sieht, hier ein Warnhinweis, auch gleich für das ja ein Kinderspielzeug ist, sollte natürlich darauf hingewiesen werden, dass die Verpackung an sich kein Spielzeug ist, weil da natürlich Kinder sich dran ersticken können. So. Folie ausgepackt habe ich das Keyboard vor mir. Man sieht auch schon hier viele Regler, Plastikknöpfe. Die Tasten lassen sich ganz gut drücken. Auf der Rückseite bietet das Keyboard den Betrieb von vier 1,5 Volt AA Batterien an, sodass ich das Keyboard theoretisch auch unterwegs benutzen kann, ohne an einer Steckdose gebunden zu sein, beziehungsweise das Kind mit einer Steckdose allein zu lassen. Kann man das auch mit Batterien betreiben, dieses Gerät? Soweit erstmal dazu. So, ich habe das Keyboard jetzt mal angesteckt. Das wird hier oben vorgenommen. Hier habe ich einmal einen ganz normalen Strom, eine Strombuchse. Zack, fürs Netzteil. Habe noch eine weitere Buchse, um Kopfhörer anzuschließen. Das nervt dann auch die Eltern nicht oder die Nachbarn, wenn man es zu laut dreht. Das Gerät wird über diesen Schieberegler eingestellt. Hier leuchtet dann auch gleich eine LED. So, die Bedienungsanleitung an sich gibt eigentlich nicht viel her. Hier stehen eigentlich nur die einzelnen Sounds sind hier nochmal aufgelistet. Die einzelnen Knöpfe. Man wird eigentlich so nicht wirklich schlauer. Weiße Taste, schwarze Taste, Vibrato, Rhythmus. Was das alles auf sich hat, das weiß ein Anfänger eigentlich noch nicht. Und da muss man sich ein bisschen selber reinfuchsen. Das habe ich bereits ein wenig gemacht. Bin auch schnell schon dahinter gekommen, wie einige Sachen funktionieren. Die Standardtöne. Ja, klingt ganz okay. Die Tasten sind auch teilweise ein wenig unterschiedlich auseinander, was aber ein Anfänger oder ein Kind überhaupt nicht stört. Die Tasten lassen sich drücken, es kommt ein Ton, den man hört. Man kann auch die Lautstärke noch höher schalten. Nicht zu hoch. Kann es aber auch. Ziemlich leise machen.
So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon mal Tasten bis 8, die sind schwarz gefärbt. Dann habe ich hier 9 und 10. Warum die Entwickler hier 9 und 0 nicht nur hier hintergesetzt haben, wahrscheinlich aus Platzgründen. Das sind auf jeden Fall auch noch Zifferntasten, sage ich mal, zum Auswählen des Rhythmus oder des Tons. Ton ist der Tastenton. Den wähle ich, wenn ich jetzt den Ton auswähle, mir hier einen beliebigen Ton raussuche, meinetwegen Cello, 6-3, 6-3 und schon habe ich einen anderen Ton. Das gleiche mache ich jetzt nochmal, um euch auch zu zeigen, dass sich auch wirklich was passiert. Ton, dann mache ich mal Akustikgitarre, 4-8. Also da habe ich verschiedene Töne. Die sind natürlich alle, sag ich mal, auf Englisch geschrieben. Was vielleicht ein Kind weiß natürlich nicht, was Bottle Blow ist oder Organ. Das ist vielleicht nicht ganz optimal, aber man merkt sich ja, was passiert, wenn man eine Taste hier auswählt oder einen Ton und findet da ganz schnell seine Lieblingstöne. Hawaii-Gitarre, das klingt auch interessant. Das wähle ich jetzt mal aus. Ton 9, 9 und 0 befinden sich hier unten. 9, 1. Dazu gibt es auch noch, was ich sehr witzig finde, einen kleinen Drumcomputer. Ich kann hier eine Bassdrum, eine Snare, ein Hi-Hat. Könnte man theoretisch, kann man auch zwei Kinder damit beschäftigen. Das eine Kind gibt den Rhythmus an und das andere Kind könnte spielen. Also ich finde das witzig. Dazu gibt es auch natürlich Demo-Modis. Hier sind die Tasten gesperrt. Man kann so tun, als wenn man was Tolles spielen kann. Jedes Mal, wenn ich drauf drücke, erscheint ein anderer Demo-Song. Ich kann nichts machen. Demo 1 läuft eine Melodie oder ein Lied und ich kann dazu spielen. Kann ich wieder ausmachen. Okay, on, also One Key. Das heißt, sobald ich auf eine Taste drücke, fängt die Demo an und die Tastentöne, die passen sich automatisch beim Drücken an die Melodie an oder an den Ton. Wie ihr merkt, das sind eigentlich andere Töne, die bei einer Taste kommen sollten. So passt sich das automatisch der Melodie an, wie in diesem Demo-Song gewollt ist. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Am Anfang ist man natürlich, macht das natürlich Spaß, wenn das gleich zum Lied passt. Und man wild Tasten drücken kann. Des Weiteren kann ich natürlich einen ganz normalen Drumcomputer starten, kann das Tempo erhöhen. Für Leute, die es ein bisschen schneller mögen. Der Klang ist völlig in Ordnung, sag ich mal, für ein Kinderkeyboard. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Hier einmal alles ausprobieren.
Und für 40 Euro finde ich, dies ist ein gutes Einsteigermodell, sage ich mal, zum Ausprobieren. Ist das überhaupt das richtige Instrument für mein Kind oder sollte es nicht doch vielleicht ein anderes Instrument sein, bevor man denn gleich mehrere hundert Euro ausgibt für ein Instrument, das am Ende vielleicht doch nicht das Instrument ist, was das Kind fasziniert. Und deswegen finde ich als Steigermodell, sag ich mal, 4 bis 5 Jahren oder was, finde ich dieses Modell eigentlich völlig in Ordnung. Und es funktioniert. Und ja, es hat viele Möglichkeiten.